Ja, morgen ist sonnig. Ich bin's auch. Ich gehe gerade ein Stockwerk nach oben, um meinen Sohn zu fragen, warum ich seit einer Stunde warte, dass er runterkommt. So ist das im Leben. Da muss man Geduld haben. Das wackelt aber ordentlich. Das ist nichts für schwache Leute. Der Plan ist jetzt rauszugehen. Die Sonne scheint, in der Nacht hat es gebieselt. Das ist okay. Und dann werden wir schauen, was mit dem Mütterungestern passiert ist. Und ob die Hilti in irgendeiner Form die Möglichkeit hat, in den von mir persönlich betonierten Beton vom Vorjahr einzudringen. Ihr seht mal die blauen Wolken und dann schauen wir uns das mal ganz genau an. Wie schaut's aus, Herr Schmatz? Wir sind im Auto. Wollt ihr was erzählen? Ja. Was möchtest du erzählen? Ich habe heute die Wasserbahn abgebaut und den Papa bei den großen Bausteinen geholfen. Bei den Bausteinen? Ja, bei den Ziegeln. Bei den Ziegeln? Bei denen, dass du da mitnehmen Ach, kannst. Den Schutt meinst du? Ja, den Schutt. Den Schutt hast du mit weggeräumt, genau. Ja, sehr gut. Was hat der Wenzel gemacht? Der Wenzel hat zuerst hinten die Paletten hinter dem Garten. Die Paletten gehören noch zerschnitten. Die sind eh so morsch, die kann man zerbrechen. Die kann man zerbrechen? Dann zerbrich sie bitte. Dann brauche ich sie nicht schneiden. Bin voll dafür. Auf jeden Fall die eine. Die anderen waren, glaube ich, unterdacht. Ja, die große ist ein bisschen gemascht. Habe ich eh gesehen. Ja, na, das ist ja wunderbar. Jetzt schauen wir, ob es wieder irgendwas im Abfahrerkauf für uns gibt. Das wäre natürlich prima. Und dann werden wir ein Mata Panea essen und dann werden wir uns auf das Büro stürzen, oder? Machen wir das. Große Freude, alle jubeln, juhu, tralalala. Und wir brauchen da nicht mehr stehen bleiben, denn es ist kein Stoppschild mehr. Der Wegweiser steht falsch. Da müssen wir uns beschweren, denn der zeigt ja Richtung Markt und nicht Richtung uns. Ich sag's euch, ich mach was mit. Naja, egal. Wir kriegen das schon hin. Wir werden Lärm machen. Wir werden voll auftragen. Es wird riesen Zoff geben. Alle werden mit uns streiten. Es wird ein Genuss. Wir freuen uns. Wir fahren jetzt einkaufen. Bauschutt, Aufnahme, Stopp. Da war so eine Diskussion mit der Scheibtruhe, weil die Luft ausgeht. Mein Vater hat jetzt gesagt, er kümmert sich darum, dass die einen neuen Schlauch kriegt. Und dann waren wir in der Höhenstraße 33, da ist ein Flohmarkt. Morgen auch noch, also könnt ihr jetzt hier mal hinschauen, so ein Hausflohmarkt. Und da haben wir eine Scheibtruhe gekauft. Ja. Damit ist das Problem gelöst. Ich habe sonst auch noch einiges Zeugs gekauft, das war nicht so gescheit. Aber ihr wisst, so bin ich. Überleg grad, soll ich den Beton heute gießen oder nicht? Ich werde ihn einmal gießen. Ich werde ihn gießen. Und dann werden wir Mata Panea essen. Wir freuen uns und testen, ob das Naan noch essbar ist. Also konkret, ob es noch schon fertig gegärt ist. Das machen wir jetzt so. Und dann schauen wir mal, ob wir Covid-Zahlen für euch finden. Das ist der große Plan. Covid-Zahlen und Fakten vom 10.09.2022. 4.234 Labor bestätigte Fälle, 5.377 Genesene und 325,47 7-Tage-Inzidenz. Wollt ihr wissen, was sich tut auf der Welt? Ich sage es euch. Kubanski laut Kiew wieder zurückerobert, was auch immer das heißt. Offiziell König, Krippen sagt Hip Hip Hurra zu Charles III. Toter Bub, Belohnung für Hinweise. Zukunft der Monarchie auf dem Prüfstand. Und die ÖVP sagt, er tritt zurück. Naja, Jungspund. So schaut's aus. So, nachdem meine jungen Leute schon alle gesagt haben, dass sie heute kein Problem mit YouTube haben, ist das richtig? Das stimmt. Ja, kann ich euch zeigen, es gibt Mata Panea. Der Wenzel hat die Naans gemacht, denn ich war mit dem Hunzi. Die Katze hat gefressen, da hinten sind die Überreste. Und die Küche? Ja, die Küche ist ein Saustall. Warum? Weil ich hier gekocht habe. Ja, genau deswegen. Wenn ich mal gekocht habe, dann geht meine Frau freiwillig in den Dienst, damit sie die Küche nicht sieht. Das ist der große Plan. Jetzt sagen wir noch zum Hund. Hopp, dann hupft der da auf die Arbeitsplatte. Ja.
Und dann schlägt er das Mehl ab von der Arbeitsplatte und die anderen Sachen. Das ist der große Plan! Sarkasmus, Sarkasmus. Unglaubliche Dinge sind geschehen. Ich habe ernsthaft die Arbeitsfläche abgewischt. Und jetzt ist sie nicht mehr mehlig, sondern verschmiert. Juhu, ich liebe es. Ich bin glücklich. Das habe ich fein gemacht. Winzel, magst du die Arbeitsfläche putzen? Bitte. Er ist so unkooperativ. Aber meine Gulatschen essen, das haben wir schon gern. Aber meine Gulatschen essen. Aber ihr habt so einen praktischen Helfer. Ihr könnt das schmutzig lassen, bis ich älter bin. Wenn ich älter bin, putze ich das ganze Haus. Genau, wenn du älter bist, kannst du dann die Hilti nehmen und den dicken Schmutz wegstemmen. Nein, da stimme ich gleich das ganze Haus, weil dann wird das Haus nicht mehr dreckig. Musst dir leider eine eigene Hilti kaufen, denn unsere hat heute mit Mühe und Not noch gestemmt und hat eigentlich schon mehr gepfurzt als gestemmt. Unsere 804. Was ganz toll ist, die haben wir nämlich erst reparieren lassen. Ich sag's euch, ich bin so gut. Ha, ja, eigentlich alles wunderbar. Ich habe gestern noch ein wunderbares Telefonat geführt. Es war ganz toll. Und heute ist meine Frau nicht da. Ich gehe jetzt noch ins Büro und da werde ich meine Rechnungen in die Mappen hängen und dann werde ich mir überlegen, ob ich ernsthaft dieses Kastel wieder aus... Ups, das darf ich euch nicht sagen. Verzeiht. Hab nichts gesagt. So, wir halten es heute ganz kurz. Morgen machen wir uns Gedanken. Die Gedanken haben wir schon aufgezeichnet. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das werdet ihr dann morgen sehen. Da ist meine liebe Frau dabei. Das wird wunderbar. Und da freuen wir uns. Danke fürs Zusehen. Und falls irgendjemand weiß, warum ich so einen Klickzahlschub hatte vorgestern, würde mich sehr interessieren. Für alle, die neu dabei sind, willkommen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Morgen auf diesem klapprigen YouTube-Kanal.